nicht nur ausgewachsene Mauerhelden heute hier. Nein, wir haben auch Menschen, die tatsächlich auch Instrumente spielen können. Der nächste ist einer. Er kommt aus Laubach bei Gießen. Wer es nicht kennen sollte, er ist in Hessen. Aber er hat einen sächsischen Hintergrund. Er sagt von sich selber, er ist Liedermacher aus Notmehr. Außerdem fühlt er halt viel zu bei der Abwehr, was ich sehr, sehr passend finde. Bitte recht herzlich und richtig laut für Bernd Barbe! Ja, hallo, guten Abend. Hey! Hallo! Ganz kurze Sache, das Team vom Goldmax hier und der Marc, wir haben uns abgesprochen, ihr wisst ja bestimmt alle, welcher Tag heute ist. Ne? Aus aktuellem Anlass hat er gesagt, beim Du bist der Liedermacher, mach mal ganz kurz was zum Thema. Also ein ganz kurzes Lied, bitte ich um eure Aufmerksamkeit für den Weltfrieden. Und, nee, ehrlich jetzt, also... Und keine Angst, es geht nur eine Minute. Es ist doch wirklich nicht zu fassen, dass alle Menschen sich nur hassen, Kriege führen und Blut vergießen, Bomben basteln und erschießen. Darum lege ich jetzt fest, ab morgen früh um 9 soll auf der ganzen weiten Welt für immer Frieden sein. Nur meinem Nachbarn, dem dummen Schwein, den hau ich vorher noch mal richtig einmal rein. War vor ein paar Wochen, da brach ich mir ein Bein. Man brachte mich ins Krankenhaus, lieferte mich ein. Ich sagte gleich zum Pförtner, es schmerzt mich so entsetzlich. Doch der fragte ungerührt, privat oder gesetzlich. Also ging's für mich da runter, denn der Keller war noch leer. Da standen noch zwei alte Betten von der Bundeswehr. Ich wollte es nicht glauben, doch der Pfleger sagte ja. Hier ist die Abteilung AOK. Wenn ich ganz viel Glück hab, komm ich lebend raus aus dem ganz normalen deutschen Krankenhaus. Nach Prüfung meiner Konten wird mir die OP gewährt. Doch irgendwie, da riecht es hier im Krankenhaus nach Pferd. Ich drehe mich zur Seite und schaue in ein großes Maul. Da operiert der Doktor gerade noch den Gaul. Ja, wie ist denn sowas möglich, Herr Professor Schiefer? Wir operieren alles, denn so sind wir effektiver. Und wenn ich ganz viel Glück hab, komm ich lebend raus aus dem ganz normalen deutschen Krankenhaus. Hey, merkt man gleich, wer zuhört hier, ne? Ja, ich hoffe, da geht noch was. Weil, aber es wisst ihr nicht, ich hab ja, wo ich erfahren habe, dass ich heute hier auftreten darf, habe ich ja direkt nach der Gage gefragt. Und da hat ja der Markt, du hast nur so gehürstet am Telefon, hat gesagt, hier Bernd, komm einfach vorbei, die Stuttgart ist so gut drauf, das Geld völlig nebensächlich. Schauen wir mal, ich muss der Markt noch was nachzahlen heute. Die Schwester fragt, ob ich den Arzt gesehen hätte. Na klar, sag ich, der Oberarzt, der schläft in meinem Bett. Er war so schrecklich müde, bitte wecken Sie ihn nicht. Er hat seit 48 Stunden Schicht. Also schrieb ich nach Berlin und da hab ich mich beschwert an die Angela, damit die das erfährt. Sie hat es auch gelesen, aber dann hat sie gekichert, denn die Angela, die ist privat versichert. Das Schöne ist ja, bei dem Lied sieht man mal genau, wo die Privatversicherten sitzen. In der ersten Reihe, ne?
Bei mir ist ja eher so Künstlersozialkasse und dann auch Hessen. Ich sag euch mal, wie das ausgegangen ist. Ich liege in meinem Bett und bin gerade eingedämmert. Da höre ich, wie nebenan im Keller jemand hämmert. Eine Tischlerei, die zog da unten ein, liefert jetzt die Serie just in time. Wenn ich das Glück hab, komm ich lebend raus aus dem ganz normalen deutschen Krankenhaus. Vielen Dank für diesen aufmunternden Applaus. Nee, ich habe ja wirklich nicht gewusst, ob ich heute, ich wusste gestern nicht, ob ich heute hier auftreten kann. Ich wusste ja so, als Liedermacher ist mir jetzt nicht gerade so der Renner auf den Bühnen irgendwie. Ich wusste gar nicht, wozu bin ich da. Will man mich überhaupt hören in Stuttgart? Ja. Und den Rest hat mir dann nach Heidi gegeben. Kennt ihr Heidi? Also ich meine jetzt nicht die Klum, ich meine dieses Opossum aus dem Leipziger Zoo. Ja, kennt ihr die? Ja? Die ist ja richtig prominent, die hat ja sogar die Oscar-Verleihung, hat ja vorher gesagt. Ja? Und weil Heidi so gefragt wird, hat Heidi jetzt einen Manager. Ja, Heidi hat einen Manager, das ist kein Witz. Ja? Und da frage ich mich doch, was ist mit mir? Ja? Ich ziehe seit Jahren über die Bühne, ich mache die schönsten Lieder. Und habe ich einen Manager? Natürlich nicht. Ja? Aber jede blöde, schielende Beutelratte. Und ich denke mal, es liegt vielleicht auch an mir, ja, wenn ich heute die anderen Künstler sehe, die so auftreten, ja, da gucke ich in den Tourplan, da spielen die in Hamburg, Köln, Berlin, ja, bei mir ist dann immer so ihr Ennepetal, Krimmitschau, Stuttgart. Es liegt ja an mir und ich habe es wirklich probiert. Ich bin nach Köln gefahren zu einer Castingshow und habe es da natürlich noch nichts gebracht. Aber ich habe was sehr Erstaunliches dabei festgestellt. Das wollte ich euch jetzt zum Abschied noch mitteilen. Neulich hatte ich Verdruss durch akuten Darmverschluss. Musste Ärzte konsultieren, ihre Mittelchen probieren. Doch erst ein Zufall half mir dann, dass ich wieder kacken kann. Mein Fernseher steht auf dem Klo und läuft dort eine Castingshow. Setze ich mich schnell davor und gleich, da fliegt die Wurst ins Tor. Was sagt, hab ich schon wieder einen Bock in die Bahn gejagt. Schalte um zu Dieter Bohnen, wo Menschen sich verbal entblößt. Kann auch ich mich prima lösen. Mädchen, die ihr wollt es werden, lösen meine Darmbeschwerden. Menno, wie will ich nicht heißen, darauf kann ich, na ihr wisst schon. Samstag dann zu später Stunde in die Endausscheidung. So wie wir heute Abend, ja? Oh yeah. Mancher sagt, es geht noch schlimmer. Schau doch mal Pocher oder Promi-Dinner. Aber Leute, ich sag nö, ich will ja nicht gleich die Haare.